Assalamu alaikum, meine lieben Geschwister und meine lieben Freunde. Wir hatten zwei Lektionen, wo wir die arabischen Buchstaben gelernt haben. Und jetzt wollte ich euch sie auf eine andere Reihenfolge beibringen, falls es einige gibt, die es nicht auswendig lernen konnten oder die es schwer haben, es auswendig zu lernen. Somit habe ich jetzt hier alles geändert. Und zwar habe ich nochmal mit Elif angefangen und es auf Lateinisch geschrieben. Jetzt hier muss man bei Elif achten, dass man nicht A sagt. Die meisten Deutschen sagen A. Alif. Okay? Es ist Ä. Elif wie Äpfel. Und dann habe ich euch, und dann hier könnt ihr sehen, wie es am Anfang geschrieben wird, in der Mitte und am Ende. Okay? Danach bin ich zu Lam gekommen. Warum Lam? Weil Lam wie Elif ähnlich ist. Und Lam ist wie ein L. Und dann habe ich es eben, wie man es am Anfang, in der Mitte und am Ende schreibt, geschrieben. Wenn man sich den Unterschied ansieht, so lässt sich Elif am Anfang gar nicht verbinden. Lam dagegen schon. In der Mitte sehen wir, dass Lam sich mit dem vorherigen Buchstaben, der von rechts kommt, verbinden lässt und danach nicht mehr. Lam dagegen lässt sich von beiden Seiten verbinden. Und am Ende lässt sich Elif verbinden. Und Lam ebenso, aber Lam wird dann wieder zu einem richtigen Lam, also man erkennt ihn dann wieder. Okay? Damit ihr schon Bescheid wisst, Arabisch schreibt man von rechts nach links. Einige wissen das noch gar nicht. Deswegen, damit ihr es Bescheid wisst. Kommen wir dann zu Ba, ist wie im Deutschen Ba, B. Und dann zeige ich euch das eben, dann habe ich es eben geschrieben, wie man es am Anfang, in der Mitte und am Ende schreibt. Und das habe ich euch ja im ersten Video erklärt. Okay, und dann T, wie ganz normal ein T im Deutschen. Und dann Tha. Jetzt zu Tha habe ich keinen Buchstaben gefunden, denn im Deutschen gibt es kein Tha. Und deswegen habe ich das wie im Spanischen, wie Barcelona geschrieben. C, aber wie im Spanischen. Kommen wir dann zu Nun. Nun ist genauso wie N im Deutschen. Und dann zu Ja. Ja ist wie Jacke. Ich bin jetzt ein bisschen schneller geworden, weil ihr es ja schon im ersten Unterricht gelernt habt. Ihr seht, dass Ba, Ta, Tha, Nun und Ja alle sich ähnlich sind. Denn am Anfang sehen wir, dass die Hälfte der Pfanne da ist. Die unterscheiden sich nur von den Punkten. Wo die sind und wie viele die sind. Ob die oben oder unten sind und eben wie viele. Eins, zwei oder drei. In der Mitte sind die genauso ähnlich. Ein Haken in der Mitte. Und die unterscheiden sich nur nach den Punkten. Und am Ende werden alle wieder normal. Also Ba seht ihr, dass er wieder ein Ba geworden ist. Nur dass dann ein Haken davon ist. Ta genauso. Tha genauso. Nun ist genauso wieder ein Nun geworden. Und Ja ist wieder ein Nun geworden, ein Ja geworden. Okay? Dann kommen wir zu den nächsten Buchstaben, die grün sind. Und zwar Jim, Ha, Cha. Jim ist genauso wie im Englischen Jacket. Und dann Ha. Nicht Ha. Ha. Okay? Jetzt Ha, einige Menschen oder Lehrer werden vielleicht sagen, es kommt von der Lunge. Das ist falsch. Denn alle müssen von der Lunge kommen, weil alle brauchen Luft. Der Ha kommt vom Hals. Und zwar in der Mitte des Halses. Okay? Und dann Cha. Cha, zu Cha habe ich auch keinen Buchstaben gefunden. Deswegen habe ich das eben, wie es die Araber auf Deutsch schreiben, geschrieben. Und zwar Ke, Ke und Ha. Ha, wie Chutba. Okay? Somit sind wir jetzt mit den grünen Buchstaben fertig. Kommen wir zu den blauen. Die blauen haben eine Eigenschaft, und zwar, dass sie sich am Anfang nicht verbinden lassen danach. In der Mitte lassen sie sich von vorne verbinden. Aber danach lassen sie sich nicht verbinden. Okay? Und am Ende lassen sie sich eben verbinden. Und das sind Dal, Dal, Ra und Za. Dal ist wie D. Okay? Und tut mir leid, dass ich so viele Fehler habe, also dass es nicht so schön aussieht. Ehrlich gesagt habe ich das dreimal versucht und beim dritten Mal habe ich dann gesagt, ich kann es nicht mehr nochmal machen. Deswegen verzeiht mir. Zu Dal habe ich auch keinen deutschen Buchstaben gefunden. Deswegen habe ich einfach wie der auf Englisch gesagt. The. Okay?
The kitchen zum Beispiel, die Küche. The. Kommen wir zu Ra. Ra wie im Englischen. Wie write oder read. Okay, richtig oder falsch. Das ist Ra. Kommen wir zu Sel. Wie im Deutschen, wie es. Aber nicht es, sondern wie Sonne. Bei Sonne sagen wir genauso Se, Sonne. Ist ähnlich. Das ist Se. Kommen wir zu Wow. Bei den Türkischen, die sagen ve. Okay? Und deswegen bitte nicht wie die Türken aussprechen. Falls ihr Türken seid, bitte nicht so aussprechen, wie es im Türkischen ist. Es ist ve. Man verbindet fast die Lippen. Man benutzt nicht die Zähne. Okay? Ue. Wie im Deutschen. Wow, zum Beispiel. Okay? Und der hat die gleichen Eigenschaften wie Del, Zel, Ra und Se. Und zwar, dass er am Anfang genauso normal aussieht. In der Mitte lässt er sich von vorne verbinden. Und am Ende ist der Wow genauso wie in der Mitte. Also, Del, Zel, Ra, Se, Wow. Kommen wir zu den nächsten Buchstaben und das sind die letzten Buchstaben. Die sind meistens immer 2-2. Zum Beispiel seht ihr Sin und Shin gleich, nur dass die Punkte anders sind, also dass da beim zweiten 3 Punkte sind. Und Sin, zudem habe ich auch keinen deutschen Buchstaben gefunden, deswegen habe ich einfach S wie im Englischen C gesehen, C geschrieben. C, wir sehen. Und dann seht ihr, wie es am Anfang aussieht. Die drei Haken, eine Gabel. Und dann lässt er sich danach verbinden. Sin in der Mitte lässt sich von beiden Seiten verbinden. Und Sin am Ende lässt sich von vorne verbinden. Shin ist genauso. Shin wie scharf. Und am Anfang seht ihr, dass Shin genauso wie Sin ist. Und ebenso in der Mitte ist Shin genauso wie Sin. Und am Ende ist Shin genauso wie Sin. Kommen wir zu Saat und Dat. Sort und Dot sind ähnlich, nur das ist der Punkt. Nur dass der Punkt da ist. Zu Sort habe ich auch keinen richtigen Buchstaben gefunden. Und deswegen habe ich einfach S mit A gemacht. So. Ich hoffe, ihr versteht das schon. Und Sort am Anfang, da nimmt man eben den ersten Teil. Sort in der Mitte, nimmt man wieder den ersten Teil. Und er lässt sich von beiden Seiten verbinden. Und Sort am Ende wird wieder ein ganz normaler Sort. Kommen wir zu Dot. Zu Dot habe ich auch keinen richtigen Buchstaben gefunden. Deswegen habe ich einfach Dot geschrieben. Okay. Und bei der ersten Lektion, oder bei Lektion Nummer 2, habe ich euch erklärt, wie man Dot ausspricht. Dass es drei Varianten gibt und so weiter und so weiter. Deswegen, falls ihr es nicht angeschaut habt, schaut euch mal Lektion 2 an. Dort ist genauso wie Sort am Anfang. Dort in der Mitte ist genauso wie dort wie Sort in der Mitte. Und dort am Ende ist genauso wie Sort am Ende. Genauso, nur, dass der Punkt da ist. Das ist das Einzige. Okay, kommen wir zu Tor und Tor. Tor, da habe ich wieder ein T mit A gemacht, damit ihr auch merkt, dass ein dicker Buchstabe ist, ein harter Buchstabe. Und der sieht sich eigentlich in allen drei Varianten gleich aus. Nur dass dann Haken da ist. Entweder danach, wie beim Anfang. Zwar am Anfang, da seht ihr den Haken danach, weil er sich danach verbinden lässt. Und Tor in der Mitte lässt sich von beiden Seiten verbinden. Und Tor am Ende lässt sich von vorne verbinden. Kommen wir zu Za. Za lässt sich, oder Za, wie man es ausspricht, wie that. Glaube ich. Da. Nur, dass es immer A wird, ausgesprochen wird. Also wir sagen nicht that oder wir sagen nicht that. Wir sagen so. Es ist immer ein A danach. Okay? Und so sieht es eben aus am Anfang. Da am Anfang. Nur ein Haken danach, genauso wie Tor, nur dass der Punkt da ist. Da in der Mitte. Von beiden Seiten lässt er sich verbinden. Und da am Ende lässt sich von vorne verbinden. Und so sind die lila Buchstaben alle gleich. Okay, Sin, Shin, Sot, Dot, Ta, Va. Kommen wir zu Ein. Ein und Rein. Ein, da habe ich einfach A gemacht. Aber es ist mehr als ein A. Da ist ein bisschen Druck
Und das ist genauso wie ich beim ersten, bei der ersten Lektion gesagt habe, als würde man kotzen. Okay? Ah. Und so sieht es eben am Anfang aus. Ah, dann nehmen wir den ersten oberen Teil, schneiden ihn weg und schreiben ihn drauf. Und dann A in der Mitte, ein Kreis, der ausgemalt ist. Und dann A am Ende, ein ausgemalter Kreis und dann ganz normal eine Ein. Okay. Kommen wir dann zu Rein. Rein ist genauso wie im Deutschen jetzt. Und zwar wie Fahrrad. Ra. Oder wie Rad. Ganz normal. Und der sieht genauso wie Na aus, nur dass der Punkt da ist. Okay. A, wir schneiden den oberen Teil und dann einen Punkt und dann wird er ein Ra. In der Mitte ist er wieder ein ausgemalter Kreis und der Punkt ist oben. Ra. Und am Ende ausgemalter Kreis und dann ganz normal ein Ra, rein eben und ein Punkt drauf. Okay, kommen wir zu Ver und Rauf. Ver, wie im Deutschen, Fisch. Wir nehmen eben den ersten Teil wieder vom Anfang und so schreibt man ihn am Anfang eben. In der Mitte ein Kreis, der nicht ausgemalt ist und ein Punkt drauf. Und am Ende ein ganz normaler Fer. Okay? Kommen wir zu Kaf. Kaf ist kein Kaf. Okay? Also bitte nicht Kaf sagen. Anstatt Kalb bitte nicht Kelb sagen. Anstatt Herz bitte nicht Hund sagen. Okay? Sonst können sich Beziehungen schnell verändern. Deswegen achtet euch auf Kaf. Okay? Und am Anfang nehmen wir eben wieder den ersten Teil und dann den Strich, damit wir wissen, dass eine Verbindung danach kommt. In der Mitte ein Kreis, der nicht ausgemalt ist und zwei Punkte drauf. Und am Ende wird da wieder ein richtig normaler Kaf. Das war Fa und Kaf. Und jetzt kommen wir zu Kef. Kef ist wie Ke, wie Kehle. Und am Anfang sieht er eben so wellig aus. Okay, wie ihr es gerade seht. Und dann eben die Verbindung. Und dann Kaf in der Mitte. Und er lässt sich von beiden Seiten verbinden. Wie alle lila Buchstaben. Und dann beim Kaf am Ende sieht er wieder wie ein richtiger Kaf aus. Normaler Kaf. Kommen wir zum Mim. Mim wie im Deutschen. M. Okay. Und wie bei den anderen Buchstaben nehmen wir beim Anfang nur den ersten Teil. Und dann die Verbindung. Bei Mim in der Mitte wieder den ersten Teil und bei beiden Seiten eine Verbindung. Mim am Ende wird er wieder ein normaler Mim. Jetzt kommen wir zum letzten Buchstaben und zwar H. H ist genauso wie ich es geschrieben habe, ein H und ein R. H. Okay? Am Anfang sieht er ganz normal aus. Ich habe euch beim ersten Video oder beim zweiten Video gesagt, wie man ihn schreibt. Okay? In der Mitte hat er zwei Varianten, wie er aussehen kann. Entweder dieser Zickzack, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, oder wie diese Blümchen oder Blätter oder wie ihr es nennt. Okay? Und am Ende sieht er dann anders aus. Also er sieht nicht wie der Herr aus. Das ist die einzige Buchstabe, wo ich irgendwie sehen kann, bei den lila Buchstaben, dass er sich verändert hat. Okay? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt die Buchstaben endlich auswendig gelernt und ich hoffe, dass ich bei der nächsten Lektion weitermachen kann und ihr alles versteht. Ich freue mich auf eure Kommentare und dass ihr mich liked und abonniert und ich freue mich, dass ich euch beim nächsten Mal sehe, wiedersehe. Bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf. Assalamu alaikum, ma'assalama und ja. منهاجنا تقوى سرنا بعون الله منهاجنا